Ja, Herr Treffelig, vielen Dank für das Interview. Heute natürlich das zentrale Thema bei uns, die Teuerungen. Viele Menschen, die müssen jetzt sparen beim Strom, bei den Energiekosten und natürlich auch sehr viel im Handel, bei der Bekleidung beispielsweise. Auch bei den Lebensmitteln haben schon viele angefangen zu sparen, wo es möglich ist. Was können Sie denn aus eigener Erfahrung oder auch Resonanz sagen? Was bekommen Sie hier mit? Ja, das Thema der Energiepreisexplosion ist natürlich für alle Händler ein großes Thema, nämlich einerseits auf der Seite, um die Geschäfte am Laufen zu halten, die Kostensteigerungen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass die Konsumenten verunsichert sind und das ist für den Handel nie gut. Das heißt, wir müssen gemeinsam hier Lösungen finden. Es muss Entlastungen auch diesbezüglich geben, sicherlich von der Seite der Regierung. Aber im Endeffekt, wir sehen eine Kaufzurückhaltung auf der einen Seite, natürlich auch von den Schlagzeilen. Wenn ich jeden Tag nur Krise, Krise, Krise höre, dann macht das nicht unbedingt die Kauflaune. Gleichzeitig sehen wir allerdings auch, und das ist ein bisschen wetterbedingt, ein Durchatmen. Die Leute wollen raus, die Leute wollen auch wieder in die Geschäfte gehen, wollen wieder am sozialen Leben teilnehmen. Das heißt, sowohl als auch. Es ist derzeit schwierig, aber doch ein bisschen, wir schauen im Sommer mit einem gewissen positiven Aspekt hin. Zu den Teuerungen sind ja im Vorfeld auch schon die Lockerungen gekommen. Die Masken zum Beispiel, die sind ja größtenteils gefallen, nicht überall. Aber was würden Sie da sagen, hat der Handel sehr davon profitiert oder nicht? Und viele Mitarbeiter, die müssen ja in bestimmten Einrichtungen weiterhin die Maske tragen. Nein, die Maske, es wurde so viel gesprochen von, man hat sich an die Maske gewöhnt. Nein, das hat man nicht. Die Maske war ein Hemmschuh im Handel und insofern sind die Lockerungen für uns ganz, ganz wichtig. Und ich kann aber überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt noch im Lebensmitteleinzelhandel oder im lebensnotwendigen Handel, weil man darf nicht vergessen, auch Elektrogeräte, die zum Beispiel Hörgeräte verkaufen, müssen auch noch mit Maske rein. Wenn ich sonst das gesellschaftliche Leben sehe, wenn ich Fußballmatches sehe und, aber auch mein eigenes Verhalten, wo man sagt, ja, es finden jetzt wieder Veranstaltungen statt, dann muss man diesen Bereich auch wieder freigeben. Also da hört sich's auf, die sind jetzt 2 Jahre dauernd mit Maske, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das kann man so nicht weitermachen. Hier gibt es ja auch sehr viel Schutzformen, Plexiglas, Abtrennungen, also das, glaube ich, kann man auch freigeben. Sie haben es vorher angesprochen, 2 Jahre Pandemie sind hinter uns und natürlich auch für die Handelstreibenden eine große Belastung, große Schwierigkeiten, dann erst langsam die Lockerungen. Was würden Sie jetzt sagen, was ist so das Resümee von diesen 2 Jahren? Wie geht es dem Handel, wo ist vielleicht noch Potenzial oder Luft nach oben? 2 Jahre haben uns eines gezeigt, der Durchschnittswert und die Gesamtbetrachtung sagt nichts aus. Es differenziert unglaublich stark nach Regionen, es differenziert nach Branchen, je nachdem wie auch der touristische Aspekt des Handels ist. Das heißt, grundsätzlich atmen die Betriebe jetzt durch. Sie sind auch mit den Hilfen, wo man sagt, die sind im internationalen Vergleich sehr gut gewesen, über diese Krisenzeit durchgekommen. Gleichzeitig ist jetzt, die Hilfen laufen aus und der Restart ist quasi durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg, deutlich unter Druck gekommen, auch damit verbunden natürlich die Energiepreissituation. Das heißt, jetzt ist eine sehr schwierige Phase, eine sehr volatile Phase, wo auch das Kundenfeedback sehr zurückhaltend ist, weil die Leute natürlich alle wissen, was kommt auf uns zu, auf was müssen wir uns einstellen. Und Unsicherheit ist nie ein Rahmen für den Handel, um quasi durchzuatmen. Gleichzeitig ist das Wetter jetzt besser, wir gehen in den Sommer, das gibt wieder gewisse Perspektive, aber, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, das haben wir jetzt 2-mal erlebt, es darf uns nicht noch einmal im Herbst zu treffen. Wir brauchen einen klaren Plan für den Herbst. Wir müssen den Handel im Herbst offen lassen, so wie es die Schweiz zum Beispiel auch den Tourismus ja offen gelassen hat und dort auch nicht die Bevölkerung komplett unter Druck gekommen ist. Das heißt, wir müssen den Handel offen lassen. Diese Einschränkungen kann der Handel kein drittes Mal leisten. Jetzt natürlich, wo der Handel, wenn man direkt einkaufen geht, Nachteile gehabt hat, hat das Online-Shopping dafür umso mehr zugenommen. Wir haben dort ja aktuell auch den EU-Online-Shopping-Report. Was können Sie dazu sagen? Wie sind da die Entwicklungen? Ist es wirklich so, dass die Menschen jetzt mehr auf den Online-Handel auch in der nächsten Zeit weiterhin ausweichen werden? Ja, das war sehr spannend. Die Johannes Kepler-Universität hat hier für uns diese Zahlen ja schon seit Jahren, aber jetzt natürlich gerade auf den Fokus 18, 19, 20, 21 gelegt, beobachtet. Und da sieht man schon, also die erste Lockdown-Phase 2020 war der richtige dynamische Boost für den Onlinehandel. Da war ein großer Sprung, ein signifikanter Sprung. Und jetzt 2021 ist dieser Schwung verloren gegangen. Es hat sich abgeflacht. Das heißt, es wächst in den Bereichen, die sie auch vor der Krise im Online-Bereich. Das ist eine gute Nachricht für den stationären Handel, zeigt aber auf der anderen Seite durchaus, wir haben ungefähr einen Anteil von 63% der Bevölkerung in Alterskohorte zwischen 15 und 75, die online kaufen. Das heißt aber auch 37% gar nicht.
Und es zeigt, dass dieser Wert des stationären Handels nach den Erlebnissen des Lockdowns bei den Leuten wahrgenommen wird. Ja, sie freuen sich auch wieder in die Geschäfte zu gehen. Online ist gekommen, um zu bleiben, aber er erodiert jetzt nicht komplett den stationären Handel aus, wo er auch geschrieben hat, der stationäre Handel ist tot. Nein, das ist nicht, diese Wachstumsphase ist abgeflacht und das ist eine gute Nachricht. Wobei wir die Betriebe einfach beides brauchen werden. Es ist online und offline. Es muss Multichanneling sein. Wir sehen ja Wachstumsraten beim Lebensmittelhandel, sehr starke. Nur da wissen wir auch von einem sehr geringen Ausgangsniveau. Auf der anderen Seite in der Modebranche sind wir schon bei 43-47% Online-Affinität. Das heißt, in den Branchen ist es sehr unterschiedlich, in den Regionen ist es unterschiedlich. 2 Jahre Pandemie haben mich vor allem eines gelernt, Durchschnittswerte, Gesamtaggregationswerte sagen zu wenig aus. Was würden Sie jetzt sagen, um auf die Politik zurückzukommen, welche politischen Rahmenbedingungen braucht hier der Handel? Der Handel braucht natürlich Berechenbarkeit und Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Diese sprunghaften Entwicklungen, die wir gesehen haben mit schnellem Lockdown, dann Diskussionen, man sperrt mal wieder auf und, das ist für den Handel Gift. Vertrauen ist wichtig, Stabilität ist wichtig, das braucht der Handel. Natürlich, wir müssen wirklich noch einmal anerkennen, wie die österreichische Bundesregierung den Handel auch begleitet hat in der pandemischen Situation mit den Hilfen. Nur die sind jetzt ausgelaufen. Das heißt, was heißt das jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise? Was heißt das Energiepreissektor? Die schlagen voll beim Handel durch und werden natürlich vor allem 2023 massiv durchschlagen. Auch hier muss man unterscheiden, viele kleine Betriebe sind nicht mit Jahresverträgen abgesichert. Die sind sehr stark von der aktuellen Entwicklung schon betroffen. Manch größere konnten hier durch Gegenhedging 2022 noch abdecken, aber 2023 schlägt das voll durch. Und wenn man im eigenen Betrieb hier mit Energiepreissteigerungen von 5- bis 7-fachen des vorigen Niveaus konfrontiert ist, dann wird es schwierig. Das heißt, hier braucht es einfach ein klares, auch in dem Fall muss man sagen, Hinweis auf diese Strompreisentwicklungen, ob dieses Marktverhalten wirklich für die Wirtschaft tragbar ist. Und jetzt noch die letzte Frage, und zwar der Muttertag, der steht ja auch kurz bevor, der 8. Mai. Und da würde uns auch noch interessieren, wie sieht es da aus mit den Ausgaben? Im Vorfeld war da ja von einem Ausgaben in Höhe von 220 Millionen Euro gesprochen worden. Würden Sie sagen, dass Frau und Herr Österreicherin wieder Geld ausgeben oder weniger Geld vielleicht in dem Fall ausgeben mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen? Ich glaube, Muttertag ist immer ein Tag auch der Wertschätzung, wo man hier einfach mal Danke sagen kann. Und ich kenne, und natürlich publizieren wir auch diese Studien, wie hier das Durchschnittskaufverhalten ist, aber grundsätzlich sage ich, es ist bei allen Festen, ist es ein Familienfest, ist es ein Fest der Freude, mal Danke sagen, Geschenke machen. Ich glaube, wenn große Krisen sind, dann sind die kleinen Freuden des Lebens auch Chancen, innerhalb der Familie einfach Freude zu schenken. Daher glaube ich, dass das Niveau stabil bleiben wird, dass hier die Klassiker auch der Geschenke immer wieder, ja, von den Blumen bis zum Parfümerie bis verschiedenen Schokobereich, das wird wieder greifen. Und das ist einfach mehr als die reinen Zahlen, ist es Emotion. Und Emotion ist etwas, was der gesamte Handel braucht. Und daher sind diese Anlässe wichtig für den Handel. Aber ich würde es, so sehr wir auch die Zahlen natürlich liefern, immer ein bisschen runterbrechen von den reinen Zahlen spielen. Weil gerade das Verhältnis in der Familie zur Mutter, da ist viel Dankbarkeit da. Und das sollte man der Freude Ausdruck verleihen.